Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Carola und ich sind wieder bei dem Tu, was du liebst Blog-Hop in Bezug auf Video, also eigentlich ein Video-Hop. Und falls ihr schon bei Carola wart, dann habt ihr sicherlich ihre kleine Verpackung gesehen, die wirklich super süß ist. Und ich habe euch heute mit dem Stempelset, um das es ja geht, und zwar ist das dieses, das einfach einladend. Ich habe dieses auch auf Englisch mir gekauft und zwar tatsächlich nur wegen einem Stempel, nämlich wegen dem Save the Date Stempel. Der ist natürlich für die Hochzeit ganz perfekt und so habe ich mir das Stempelset in beide Sprachen gekauft. Und ja, heute mitgebracht habe ich euch eine Karte, die ich nicht als Hochzeitskarte gemacht habe, die man aber als Hochzeitskarte verwenden kann. Die sieht nämlich folgendermaßen aus. Freunde mit der gleichen Macke sind unbezahlbar, habe ich mir als Spruch ausgewählt und habe hier mit Herzen viel mit Kupfer gearbeitet. Von außen könnt ihr eigentlich nichts aus dem Stempelset erkennen, habe dann aber innen die typische Einladung zum Mitfeiern fertig gemacht. Dafür ist das Stempelset einfach perfekt. Ihr könnt es jederzeit nutzen für jede Karte, die ihr wollt und habe außerdem noch einen anderen Spruch genommen aus dem Stempelset ein Leben lang. So könnt ihr auch direkt erkennen, wie aus der Karte eine Hochzeitskarte wird. Ich brauchte nur gerade keine, ich brauchte keine Einladungskarte, deswegen habe ich mich für diese entschieden. Meiner Meinung nach wunderbar zum Beispiel, wenn man auch zum Geburtstag einlädt oder ähnliches. Da lädt man ja seine besten Freunde ein und da finde ich den Spruch sehr passend. Wir basteln also zusammen einmal diese Karte. Die ist vollkommen in Flüsterweiß gehalten. Als Grundcardstock nehme ich wie immer extra starken Flüsterweiß-Cardstock in der normalen Maße, also 10,5 x 14,8. Wir beginnen damit, dass wir die Herzen ausstanzen. Das ist einmal diese Stanze. Und zwar heißt die Stanzform Herzregen. Ihr findet die in dem neuen Mini-Katalog. So neu ist er ja schon nicht mehr, aber ja, da findet ihr die Stanze. Die passt ganz wunderbar auf eine Kartengröße drauf und jagt das Ganze jetzt durch die Big Shot. So, wenn ihr das habt, dann müsst ihr einmal vorsichtig diese entfernen und dann ganz vorsichtig die Stanzform rausnehmen und ihr könnt es so machen wie ich. Ich zeige euch das gleich nochmal auf der Karte, denn ich habe teilweise die Herzen innerhalb der Form drin gelassen und teilweise drücken die sich schon automatisch raus, aber da habe ich mir auch nicht überlegt, welche ich drin lasse und welche nicht, sondern habe einfach mir die Herzform hier rausgenommen und die, die drin geblieben sind, sind dann auch bei mir drin geblieben. So, ihr könnt das sehen, hier sind jetzt einige noch innerhalb der Form und einige sind außerhalb. Diese könnt ihr natürlich aufbewahren, das ist auch ganz wichtig. Also immer dran denken, das ist schöne Streudeko oder ähnliches, nicht wegschmeißen, sondern bewusst ruhig irgendwo sammeln. Ich schmeiße die jetzt mal hier auf den Tisch. So, wenn ihr das habt, machen wir das Gleiche nochmal und zwar jetzt mit der Kupferfolie. Hier brauchen wir aber nur ein Stück, denn wir wollen nur ein paar einzelne Herzen haben, da brauchen wir nicht die ganze Form. Nehmen uns wieder die Stanzform. So, jetzt geht es uns um vereinzelte Herzen, die wir uns rausnehmen wollen, um die auf unsere Form zu kleben. Das heißt, hier könnt ihr einfach ein paar einzelne rausdrücken, ganz vorsichtig, sodass ihr keine Druckstellen habt. Ihr könnt es mit dem Finger machen, mit einer Pinzette, was immer ihr da gerade zur Hand habt. Hauptsache, ihr drückt nicht zu feste drauf, damit man gegebenenfalls da irgendwelche Abdrücke sieht. So, das reicht erstmal.
Ansonsten haben wir ja noch ein paar. Wenn wir das haben, haben wir jetzt unsere Herzform. Wir haben schon unsere kleinen Herzen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Band. Das habe ich mir bereits abgeschnitten. Das ist unser Flüsterweißband. Ich habe ein wenig Kupferband. Ich habe mir auch mein Blätter-Accessoires bereits rausgesucht in Kupfer. Jetzt brauchen wir natürlich noch den passenden Spruch und dahingehend auch einen, letztlich einen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, einen Kreis und zwar aus den Stickmustern. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt auch ganz klar den hier mit Wir feiern unsere Liebe. Dann mache ich mir jetzt doch eine Hochzeitskarte daraus, damit ihr die auch einmal ganz sehen könnt. Wenn ihr den Spruch haben wollt, Freunde mit der gleichen Macke, dann findet ihr den hier in Geheimnis der Freundschaft. Und gestempelt habe ich auf dieser Karte mit dem neuen Stays On. Hier ist das Ganze in Wildleder gehalten, passt beides sehr gut zu dem Kupfer. Wir legen also los. Ich habe meine Grundkarte. Ihr braucht Tombow. Nehmt euch jetzt die Schablone, dreht sie vorsichtig um. Und setzt an einzelnen Punkten einfach euren Tombow auf und achtet darauf, dass überall ein wenig Kleber ist. So, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwo steht was zu viel ab, dann könnt ihr noch Kleber dazu packen. Also an bestimmten Stellen könnt ihr noch ein bisschen Kleber oben drauf packen. Ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, dass das auch so hält. Ihr habt jetzt gleichzeitig noch die anderen Herzen. Die nehmt ihr euch einzeln auf. Ein bisschen Kleber hinten drauf. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur gucken, wo die von der Größe hinpassen, dass das auch genau passt. Und achtet darauf, dass ihr natürlich nicht vergisst, dass wenn ihr hier unten den ganzen Kreis drauf macht, dass ihr hier natürlich keine Kupferherzen braucht. Ich habe übrigens bei der Karte gerade jetzt, die ich hier mache, keine extra Mattung gemacht, das mache ich normalerweise immer. Habe das hier jetzt ausgelassen. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Denn normalerweise habe ich immer eine extra Mattung. Das ist aber natürlich gerade bei Einladungskarten meiner Meinung nach auch nicht immer nötig. Gerade bei Karten, die man in Massenproduktion macht, ist es dann auch eine Preisfrage. Der eine oder andere sagt, und da bin ich dabei, das ist es mir wert, weil es schöner aussieht. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, das ist mir dann einfach zu teuer. Da ist ja nur eine extra Lage Papier drauf. Da habe ich ja letztlich nichts von. Deswegen jetzt in diesem Fall auch die Variante ohne. Das könnt ihr aber natürlich selber vollkommen entscheiden, wie ihr das empfindet. Und ob ihr sagt, Mensch, das ist es mir wert. Man darf nicht vergessen, gerade auch bei Einladungskarten ist es ja nicht nur die Frage, ob es teurer ist oder nicht, sondern zusätzlich auch noch die Frage, dass es natürlich auch länger dauert. Und wenn man die selber macht, ist das vielleicht auch eine Frage, nicht nur im Sinne der Kosten, sondern wie viel Zeit habe ich überhaupt, um diese Karte zu machen. So. Na, klebt schon am Finger. So, wir haben also unseren Hintergrund bereits fertig. Ihr seht schon den Unterschied hier mit Mattung, hier ohne. Wir haben außerdem unseren Spruch und jetzt geht es eigentlich nur ans Zusammenpacken der Karte. So.
Der Vorteil bei der Extramattung ist, ich würde da jetzt das Band drauf tackern. Das geht natürlich, wenn ich die Mattung habe, nicht, weil dann würde man das auf der Rückseite sehen. Meine Option hier ist jetzt einfach mit ein bisschen Tombow zu arbeiten. Das geht natürlich auch wunderbar. Dann nehme ich mir noch ein Dimensional, damit ich hier an der anderen Seite auch noch die Höhe habe, die ich jetzt gerade links durch die Bänder habe. Versuche jetzt noch ein bisschen zu verrutschen, damit man hier unten das Herz sieht. Und damit ich außerdem hier das Band noch ein bisschen runterkriege, mache ich jetzt an den Außenrand auch noch ein Dimensional, so weit, dass der ganz außen ist, aber natürlich nicht sichtbar. Das könnt ihr so variieren, wie ihr das möchtet. So habe ich aber die Chance, dass der Kreis genau klebt und muss mir keine Sorgen machen, dass da was abfällt. Dann habe ich natürlich die beiden Blätter. Die mache ich wiederum mit einem Glue-Dot fest. Das ist gut, weil die sehr transparent sind. Setze einmal den genauso wie bei meiner Beispielkarte hier drunter. Und einmal oben drauf. Und das Grundgerüst meiner Karte ist jetzt fertig. Ihr seht es, also es sieht genauso aus. Moment, da ist ein bisschen Bandrest. Es sieht genauso aus wie vorher. Das können wir eigentlich auch abschneiden. Der einzige Unterschied ist die Extraschicht durch die Mattung. Und jetzt geht es eigentlich an das, worum es nämlich geht, nämlich um das Stempelset einfach einladend. Dafür habe ich mir hier einmal was vorbereitet. Und das habe ich auch bewusst so gewählt, um euch zu zeigen, wie einfach es ist mit dem Stamparatus. Gerade wenn man Einladungskarten mehrfach machen möchte, hat man ja oft das Problem, dass es möglichst einfach sein soll. Ich habe meinen Spruch schon soweit vorbereitet. Ich zeige euch den gleich auch einmal natürlich. Aber ihr geht jetzt einfach mit der Farbe, in meinem Fall Wildleder, über die Stempel. Guckt, dass ihr mittig seid. Wenn ihr das Gefühl habt, das Papier muss noch ein bisschen rüber, könnt ihr das auch noch was verschieben. So. Na. Und schon habt ihr einen perfekten Abdruck. Falls ihr euch fragt, warum mache ich das jetzt auf dem Extrapapier und nicht direkt in die Karte, hat das einen ganz einfachen Grund. Falls ich mich irgendwo vertue oder sonst was, habe ich die Möglichkeit, das einfach nur neu zu machen, anstatt die ganze Karte. Denn wenn man zum Schluss stempelt und dann ist was versaut, finde ich, ist das immer die schwierigste Sache, wenn das Projekt schon fertig ist. Und ich finde auch, hier sieht es nochmal schön aus, wenn es innen gemattet ist. Und da kann ich jetzt einfach mit einem kleinen Glue-Dot in der Mitte das Ganze anbringen. Und so kann ich jede Karte zu einer Einladungskarte aufhübschen. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und ja, ich wünsche euch für heute noch einen schönen Tag. Schaut bitte auch bei Carola vorbei und ich sage lieben Dank und bis bald. Tschüss!